Behinderte Menschen sind hier in Thailand leider sehr vom sozialen Leben ausgeschlossen. Da wollen wir ihnen einen Lichtblick schenken, Hoffnung schenken. Wir reparieren Rollstühle und so tragen wir dazu bei, dass die Leute mehr Mobilität haben und mehr Lebensqualität. Und das Ziel von dem ganzen Projekt ist es, dass durch unsere praktische Nächstenliebe einfach die Menschen Gott begegnen können. Die Gemeinschaft mit den anderen Freiwilligen ist eigentlich ziemlich familiär. Man verbringt super viel Zeit miteinander. Weil wir alle komplett unterschiedliche Menschen sind, schätze ich die Zeit sehr. Es entstehen einfach sehr tiefe Freundschaften dadurch und es ist genial, einfach den Austausch untereinander zu haben. Einfach Freundschaften zu haben, aufzubauen und zu pflegen. Weil das was ganz Besonderes ist, mit Menschen die Arbeit zu teilen und die Freizeit zu teilen. Fühlt sich so an wie eine Familie. Ich kann hier in Thailand echt sehr viel lernen. Es ist eine sehr wertvolle Zeit für mich. Ich bin viel selbstbewusster geworden hier. Aber ich habe auch meine Stärken neu kennengelernt. Ich habe gelernt, dass mir Sachen gut liegen. Ich finde es immer richtig cool, wenn man so einen richtig kaputten Rollstuhl wieder repariert bekommt. Gerade die Sachen auf der Arbeit bereiten mir sehr, sehr viel Freude, da das viele handwerkliche Tätigkeiten sind, die ich auch vorher in Deutschland schon sehr gerne gemacht habe. Von Schweißen, Flexen, Schrauben. Mir bereitet es besonders viel Freude, die Patienten auch persönlich kennenzulernen. Einfach die Freude der Patienten zu sehen, das ist für mich eine große Motivation. Dieses Glück, diese Freude in den Augen der Menschen zu sehen, da geht einem nur das Herz auf. Eine neue Kultur und ein neues Land kennenzulernen, das war von mir einer der größten Vorsätze, die ich mit dem Auslandsjahr bewirken wollte, weil ich raus aus meiner Komfortzone wollte und ich finde, da hat sich Thailand sehr, sehr gut angeboten. Ich wollte nach Schule und Ausbildung einfach mal was anderes sehen, meinen eigenen Horizont erweitern. Ein Jahr für Gott. Und ein bisschen Abenteuer erleben. Ohne die DMG wäre das hier überhaupt gar nicht so möglich. Es ist sehr cool zu sehen, wie die DMG einen einfach durch den ganzen Einsatz begleitet und man bei Problemen oder Fragen immer einen Ansprechpartner hat. Ich würde es jedem empfehlen, ein Jahr ins Ausland zu gehen. Weil man einfach neu an seine Grenzen kommt und der Einsatz und die Erlebnisse einen komplett verändern. Viele Abenteuer erleben kann und auch Gott auf eine ganz neue Weise kennenlernen kann. Einfach den Horizont zu erweitern. Das war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe.